Moin, herzlich willkommen hier zur Sonntagnachmittag-Ausgabe von Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map in der Version 1.4 ohne Gräben. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier nicht irgendwie eine Abkürzung finde. Ja, die 1.4er-Map noch. Die 1.5er habe ich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht verfügbar, leider. Da ist leider, ja, die ist noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, dass sie jetzt im Laufe des Tages kommt, dass wir dann die nächsten Folgen schon damit aufzeichnen können. Aber im Augenblick ist sie noch nicht verfügbar. So, was machen wir? Wir haben gerade die Holzindustrie, die neue, mal in Betrieb genommen, indem wir da Baumstammpaletten hingebracht haben und ein paar Hackschnitzel, aber wirklich nur ganz wenig. Also da müssen wir ganz oft auffüllen. Da muss ich vielleicht noch einen kleinen Transporter, einen kleinen Hoftraktor oder so für kaufen. Mal gucken, was ich da mache. Der dann da oben fest stationiert bleibt, damit man da nicht immer hinfahren muss. Und dann, ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall produzieren wir da jetzt erstmal ein wenig Zeugs, ein wenig Holz, also Bretterpaletten. So, ich hole mal hier ein bisschen was weg. Was ist das hier eigentlich? Macht ja auch keinen Sinn, ne, was ich hier gemacht habe. Ah, der Unimog hat schon wieder durchdrehende Reifen. Oh, das geht zwar viel schneller, wenn wir das hier mit einem Transporter machen würden, aber ich bin nun mal jetzt hier, ich habe keinen Transporter da. Warte mal. Wir fahren den erstmal drunter, dass der beladen wird. Dann kann ich das ja immer noch machen, ne? So. Mischfutter holen. Überall Ballen versteckt. Ah, jetzt bin ich hier im Haufen drin sozusagen. Das ist ja auch cool. Mal gucken, wo der jetzt hingeworfen wurde. So, jetzt sollten sie alle weg sein. Einen habe ich vielleicht zu weit geworfen. Nö. Nö. Nicht viel, was wir hier haben, aber immerhin. Stroh kann hier noch hin. Das ist Silo. Heu, ach, Stroh. Ja, Stroh kann hin. Gras kann hin. Ja, alles gut. So. Mischration, die bringen wir ins Hofsilo. Die kann hier nämlich erstmal weiter produziert werden.
Ja, los, fertig. Fertig mit Wiegen. Was gibt's denn hier? Fahrer. Unknown. Unbekannter Fahrer. Wagen. Mehlfabrik. Zuckerfabrik. Rein, rein, hoch. Ja, schon. So. Wir machen das jetzt hier anständig. Fahr jetzt hier einmal rum. Hackschnitzel will ich diesmal nicht. Diesmal will ich Kartoffeln. Ich will jetzt Kartoffeln wegbringen. Zur Kartoffelfabrik natürlich. Wohin sonst? Das geht ja auch mit dem Kipper abzuladen. So. Der Trigger ist zwar in der 1.5 vergrößert. Größer als jetzt in der 1.4, aber... Es geht auch in 1.4. Habe ich ausprobiert. Ist so. Was machen eigentlich unsere Tiere? Also erstmal will ich gucken. Boah, so viel Mais habe ich angepflanzt. Ah, ist alles im Wachstum. Sehr schön. Was machen unsere Tiere? Denen geht's allen gut. Die haben alle genug von allem. Das ist doch schön. Das, was wir unbedingt verkaufen müssen. Obstler und Korn könnten wir verkaufen. Bierkasten, Bierfass, teuer wie immer. Ja, so, wir fahren los. Richtung Kartoffel. Ja, bei mir steht ja bald großes Maishäckseln an. Welchen Häcksler soll ich denn kaufen? Oder welche Häcksler? Klaas, Jaguar, Krone Big X? Was sagt ihr und warum? Nur persönliche Vorlieben oder habt ihr wirklich Gründe, warum ich das nehmen soll? Ich meine, ich habe riesengroße Felder damit angepflanzt mit Mais. Das heißt, es ist auch okay, wenn ich nicht nur irgendwie 30 cm Schnittbreite habe, sozusagen, Arbeitsbreite, ja, sondern wenn ich ein bisschen mehr habe. Wenn ich da auch mal den einen oder anderen Meter am Stück abfahren kann. So. Wieso liegen denn hier noch Paletten rum? Auf was für einem Spielstand spiele ich denn? Ja, unglaublich. Die sollten eigentlich schon längst verkauft sein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier denn so wenigstens vernünftig rangieren kann, dass ich da überhaupt hinkomme. An den Trigger. Ja, das sieht ja nicht so schlecht aus. Da ist er. Ich weiß gar nicht, ob ich die 90.000 da reinkriege. Oder 75.000 ist Schluss oder so. Ja, sag ich ja. Muss man dann noch zu dem anderen. Abladetrigger.
Ja. Nicht elegant. Aber ihr wisst, was ich vorhabe. So. Letzten 15.000 abliefern, dann können die hier nämlich auch erstmal wieder arbeiten. So. Ja, die Zeit ist nur auf 1 gesetzt. Jetzt muss ich hier bloß wieder rauskommen. Naja, das schaffen wir wohl. Wir sind ja zum Glück hier recht flexibel, was das angeht. Jetzt muss ich aber gleich erstmal mit dem Transporter hierher kommen. Ich muss hier erstmal... Ja, die ist schon im Verkaufsträger. Sehr schön. Nicht dagegen fahren. Bloß nicht. Da möglichst auch nicht gegenfahren. Ja, aber die Kartoffeln laufen. Sehr schön. Danke auch für die Hinweise, dass das gehen müsste. Und Fed hat ja auch gesagt, in der nächsten Version, in der 1.5er, wird der Trigger noch erweitert. Ja? Und da verlassen wir uns mal drauf. Ist das passiert? Nein, das wird er auch machen. Das hat er auch gemacht. Aber es ging ja jetzt auch mit dem Kipper und auch ohne große Schwierigkeiten. Nein, also alles gut soweit. Danke für die Hinweise, dass das gehen soll. Wusste ich vorher nicht. Jetzt haben wir gesehen, dass es geht. Ich hatte vorher gedacht, das geht nur mit Radlader. Und das war mir zu doof. Zu aufwendig. Wieso wächst hier überall nichts? Pflanzenwachstum aus? Pflanzenwachstum normal. Naja. Dann soll das wohl auch gehen. So. Ich kaufe gleich mal ein neues Fahrzeug. Und zwar oben für die Forstwirtschaft. Kaufe ich mal so den einen oder anderen. Das eine oder andere Schmankerl. So, was kaufen wir denn? Ich brauche auf jeden Fall einen Kipper. Ja, ich brauche erstmal, brauche ich vom Fliegel was. So, was haben wir denn da alles? Kaufe ich mir so einen noch? Oder kaufe ich mir einen Anhänger? So einen. Oder einen DPW 180. Vier Holzpaletten. Vier Holzpaletten ist ja nicht viel. Acht Holzpaletten, ne? Ja. Hauptfarbe, ja. Universal Autoload. Nee, Force brauchen wir nicht. Standard. Abschleifkante, nein. Holz ist okay. Kotflügel, ja, möchte ich haben. Kaufen für 18.000. Okay.
So, dann möchte ich noch einen Kipper haben. Für da oben. Und zwar einen vernünftigen. Ohne Drehschemel. Ja, den kaufen wir uns natürlich. Von den Klaas bin ich ja echt immer begeistert. Die funktionieren ja wirklich. Ah, Hälfte vergessen. Sagt mir Bescheid, was für Häcksler ich kaufen soll. Schreibt's in die Kommentare oder schreibt's mir von mir aus auch bei Facebook. So, und jetzt müssen wir noch einen schönen Trecker kaufen. So. Was haben wir denn bisher? Was haben wir denn gar nicht? Hürlimann haben wir nicht. Möchte ich auch nicht haben. Sag, also, ne? Weiß ich nicht. Sagt mir gerade nicht so zu. Case, weiß ich nicht. Valtra. Bestimmt auch gut. Kenne mich eben mit vielen gar nicht so aus. Ja, Fendt ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich dafür. IHC habe ich jetzt schon. Zwei Stück. Wenn ich IHC-Fan bin. Drei habe ich eigentlich schon mit dem Case da. Ach, schon schick, ne? Gibt schon schicke Traktoren. Gasdreck brauche ich aber ja auch eigentlich nicht, ne? Können wir noch mal kaufen. Den kaufen wir mal. Habe ich jetzt mal Lust drauf zu. Dann aber auch dann gleich vernünftig. Breitreifen, ja, Felgenfarbe. Alles gut. Jawohl, kaufen wir. Komm. Was soll der Geiz? So. Ah, jetzt kümmern wir uns erstmal eben einmal um den Unimog. Der hier wieder durchdrehende Reifen hat. Gleiches Spiel wie immer. Einmal kurz zurückfahren, Abfahrer einstellen, dann fährt er richtig. Warum war das vorher nicht mal? Ich habe keine Ahnung. So. Ja, seht ihr. Da steht unsere neue Werbe. Wie ist das eigentlich? Hat eigentlich der Klaas Cargos hinten noch eine Anhängerkupplung? Kann ich da noch einen dranhängen? Nö. Der Fliegel hinten eine Anhängerkupplung? Ja. Kann ich da was dranhängen? Weiß ich nicht. Ausprobieren. So. Wie sieht denn der von innen aus? Jetzt haben wir mal ein JCB. Kann ja nicht schaden. Der ist wenigstens schnell. So. Halt! So. Ja, gucken wir mal, ob wir da dann hinten noch den Cargos anhängen können. Was mich wundern würde, wenn es geht. Was mich aber auch gleichzeitig jetzt gerade freuen würde, wenn es gehen würde. Geht nicht. Okay, dann geht's nicht. Dann ist das so.
Wir fahren jetzt erstmal hier mit. Ne, Quaderbein will ich nicht. Paletten will ich. Paletten. So, wir fahren jetzt mal eben einmal schnell runter zur. Zu dem Heizkraftwerk und laden die ganzen Pellet-Paletten auf und hauen die mal eben in Verkauf, bis sie wegkommen. Wenn die verkauft sind, dann haben wir hier unsere Investition auch schon wieder drin eigentlich, wahrscheinlich. Ja, 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 der Unimog hat durchdrehende Reifen, ich weiß. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Dann sind wir schon wieder fertig für heute. Nee, ich will noch gar keine Dingenskirchen haben. Ich brauche nochmal lange, um so eine Palette zu füllen. Na egal. Will mich nicht aufregen. Wenn es euch gefallen hat hier bei mir, dann hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen am Montag wieder einschaltet. Ja, wie ich heute schon mehrfach sagte. Wenn ihr einen Tipp habt für einen vernünftigen Maishäcksler, welchen ich kaufen soll, vielleicht auch mit Grund, warum ich gerade den kaufen soll, dann sagt Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich freuen, weil bald steht hier das große Maishäckseln an, gerne große Arbeitsbreite und so weiter und so fort. Ja, auch falls es vielleicht nicht ein Standardgerät ist, ein Mod, vielleicht auch gleich so. Ne, kleinen Tipp, wo ich den herkriege und so. Schauen wir mal. Sehen wir dann. Erstmal gucken, dann mal sehen, wie ich immer so schön sag. Und, nein, oder schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und, ja. In diesem Sinne sage ich dann erstmal ciao. Bis morgen.